Herzlich willkommen, mein Name ist Lukas Gerber. Ich darf Sie hier zu diesem Livestream anlässlich des Welttages des audiovisuellen Kulturerbes begrüßen. Sie sehen, wir befinden uns hier in einem Sammlungsmagazin. Das ist das Sammlungsmagazin von SBB Historic in Windisch. Kurz etwas dazu. Das Sammlungsmagazin ist zugänglich für Sie. Wir haben einige ausgewählte öffentliche Führungen verteilt. Sie finden die Informationen auf unserer Website oder wir begrüßen natürlich auch Gruppen jederzeit für eine Führung auf Anfrage hier. Also falls Sie Interesse an der schweizerischen Bahngeschichte haben, melden Sie sich ungeniert bei uns. Ja, was erwartet Sie aber jetzt heute zu diesem Livestream? Wir begehen den UNESCO-Welttag des audiovisuellen Kulturerbes, indem wir unsere ältesten Tonträger der Sammlung ins Zentrum rücken. Es sind dies die Stiftwalzen unserer Bahnhofsmusikautomaten. Der UNESCO-Welttag möchte auf die Notwendigkeit der Erhaltung des audiovisuellen Erbes hinweisen. Das ist ein Anliegen, das sich sehr stark mit unserer Tätigkeit deckt. In unserem Fotoarchiv beispielsweise, wo wir mit Digitalisierung unser Fotoerbe erhalten oder dasselbe auch bei unserem audiovisuellen Archiv, wo wir Filme und Video erhalten. Heute aber eben im Fokus unsere Musikautomaten und da darf ich an Susanne Hoffack rübergeben, unsere Leiterin Sammlung und Bibliothek, die uns noch kurz ein paar Infos zur Geschichte dieser Bahnhofsautomaten geben wird. Sie hören im Konzert Ouvertüren und Arien, zum Beispiel aus Traviata, Carmen oder Wilhelm Tell. Operettenklassiker wie der Zigeunerbaron, die ein oder andere Mazurka, auch Wienerwalzer, bis hin zu Marseillaise oder hören Sie vielleicht sogar die ehemalige Nationalhymne? Lassen Sie es uns wissen. Dieses Repertoire ist dann auch repräsentativ für die Jahre um 1880 bis 1910, als die meisten dieser Automaten produziert wurden. Sie standen bis zu 100 Jahre in Bahnhöfen, Wartesälen der Bahnhöfe, vor allem in der Westschweiz, und sollten dort für etwas Unterhaltung bei den Reisenden, die auf ihre Anschlüsse warteten. So, wir wünschen nun viel Vergnügen mit dem Monsterkonzert unserer Musikautomaten.